So eins habe ich noch nie geschossen. Also ich habe den Ball hinterher gefiebert, das war unglaublich. Also ich habe gezittert, ich habe gedacht, bei meinem Glück jetzt geht er noch an Pfosten. Aber ein Jahr sprang schon, bevor der Ball im Tor war, auf meinen Rücken. Und dann wusste ich, okay, der geht doch rein. Und es war ein unbeschreibliches Gefühl. Also gerade im Moment bin ich einfach nur fix und fertig. Ich glaube, so geht es den Mädels auch. Wir sind unglaublich erleichtert und auch unglaublich kaputt von diesem intensiven Spiel. Aber es hat sich natürlich gelohnt. Wir haben gefightet bis zum Umfallen und haben jeden Zentimeter Gras sozusagen umgepflügt und es hat sich absolut gelohnt. Heute hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Ja? Und das ist immer noch nicht ausgeschöpft, aber ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich wusste, dass wir heute Schweden schlagen. Also ich war die ganze Zeit überzeugt davon und ich glaube, das ging vielen so, dass wir in das Spiel gegangen sind und wir wussten, dass wir heute Schweden schlagen können. Und ich habe immer daran geglaubt und ich denke, der Wille, den hat man gesehen, dass wir heute ins Finale einziehen. Und ja, Jennys Einsatz dann beim Tor, das war einfach super. Und da sieht man, dass die Mannschaft halt lebt. Heute Abend können wir einfach froh und stolz auf uns sein. Natürlich. Wir schalten jetzt überhaupt keinen Gang zurück oder sind irgendwie jetzt zufrieden oder dass so eine Zufriedenheit sich einstellt, das auf gar keinen Fall. Aber heute Abend sind wir auf jeden Fall erstmal froh und erleichtert. Ja, das Finale wird ein ganz besonderes Spiel. Wir fahren jetzt nach Stockholm und ja klar, wir spielen nicht im Finale, um zu verlieren, sondern jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir es auch ganz schaffen.